Willkommen zur Hundevermittlung für Mai und Juni. Bei strahlendem Sonnenschein wollen wir euch heute einige Hunde vorstellen, die bei uns im Tierschutzverein zur Vermittlung bereitstehen. Wie ihr vielleicht anhand der Bilder schon seht, unser Drehort wurde optisch wirklich reichlich verschönert. An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an die Familie Engelhardt. Ihr seid Fans von Tierheim TV, habt euch überlegt, wie könnt ihr uns unterstützen und habt diese wunderbare Bank gestiftet. Danke an euch. Und jetzt wollen wir natürlich auch anfangen. Wir fangen an mit dem Ronny. Der Ronny ist ein reinrassiger Yorkshire Terrier, sitzt, wie man unschwer erkennen kann, zwischen uns, 12 Jahre alt und seit knapp 4 Wochen bei uns im Tierheim. Und meine zuckersüße Silke gibt uns weitere Informationen zu Ronny. Ja, Ronny ist zu uns gekommen, da sein Frauchen ins Pflegeheim musste. Und das Pflegeheim sogar so nett war, dass der Hund hätte mit einziehen können. Allerdings hat Ronny dort die Pfleger attackiert und die Pfleger nicht mehr zu seiner Mutti gelassen. Deshalb ist er jetzt doch bei uns gelandet. Also man sieht ihm sein Alter nicht an. Er ist 12 Jahre alt, aber sehr fit, sehr agil, sehr lauffreudig. Und er war halt immer so der kleine Prinz, also der Alleinherrscher bei der Mutti. Er würde auch unter Umständen zubeißen. Ja, also ich sag mal so, er ist halt wirklich so der kleine Chef gewesen. Man muss ihm ein bisschen seine Grenzen setzen. Er neigt ein wenig zur Futteraggression und er testet natürlich auch aus, wie weit er gehen kann. Ne? Aber du siehst es hier ja jetzt auch, uns kennt er jetzt nicht, aber wenn man ein bisschen Erfahrung hat und dann müsste man das eigentlich hinkriegen. Wie klappt das mit anderen Hunden? Ja, er verträgt sich mit Rüden und auch mit Hündinnen, wobei auch da ist er ein kleiner Prinz. Also wenn da doch mal einer dabei ist, der ihm nicht gefällt, so Schäferhunde, Schäfer und Mischlinge, die macht er nicht so gerne, da schnappt er dann auch einfach mal zu. Er ist, obwohl es so ein kleiner Hund ist, er ist an den Maulkorb gewöhnt. Tierpflegerin Sabrina sagte schon, damit er sich bürsten lässt. Genau, oder Tierarztbesuch. Tierarzt, ne? Also da kann, er ist halt ein kleiner Yorkshire Terrier und der Terrier steckt halt auch in ihm drin. Er sieht ja so ein bisschen gerupft aus, weil er so ein bisschen oder arg verfilzt war. Genau, ne? Wir haben ihn hier jetzt nochmal kurz geschoren und geschnitten. Jetzt ist im Moment alles gut. Ja, ansonsten ist er wirklich noch sehr lustig, sehr agil. Er spielt gerne mit seinem Quietschi, hat man ja vorhin auch schon gesehen. Und er geht halt auch wirklich gerne spazieren, läuft ja auch mit den anderen Hunden. Er mag auch Autofahren. Autofahren liebt er. Liebt er. Ja, genau. Und naja, wie gesagt, bestechlich, aber auch ein bisschen futterneidisch. Also man sollte ihm trotz seines Alters auch immer wieder die Grenzen aufzeigen. Ja, natürlich. Ronny, und ich meine, wenn der sich nicht toll unser erster Hund von seiner besten Seite gezeigt hat, dann weiß ich nicht. Weitere Informationen zu Ronny bekommt ihr unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Und ich habe ihn ja schon einige Male bestochen, das machen wir jetzt zum Abschluss nochmal. Er ist sehr leicht bestechlich und dann taucht er auch sehr schnell auf. Weiter geht's. Es folgt die Runde Dame Gizmo. Gizmo ist ein Appenzeller-Mix. 7 Jahre alt und man glaubt es kaum, bereits seit 4 Jahren bei uns im Tierheim. Und herzallerliebste Silke, warum ist Gizmo bereits seit 4 Jahren bei uns im Tierheim? Da gibt es ja einiges zu erzählen. Genau. Also die Behörden haben Gizmo halt als gefährlichen Hund eingestuft, weil sie halt mehrfach andere Hunde gebissen hat. Und deswegen musste sie hier einen Wesenstest ablegen. Den hat sie aber bestanden. Und sie hat halt aber weiterhin Leinenpflicht. Also sie verträgt sich auch mit manchen Hunden, wenn die nicht so pöbeln und auf sie zurennen, aber sie ist schon eher ein Einzelhund. Ne? Also überhaupt auch keine Katzen, keine Einzelhund wäre am besten. Einzelhund wäre am besten. Teenager wären in Ordnung, die mit ihr spielen, denn sie spielt sehr gerne. Aber sie dreht halt auch sehr schnell hoch, wird hektisch, wird nervös. Deswegen brauchen wir eigentlich so souveräne Leute, die ihr so ein bisschen Sicherheit vermitteln und so ein bisschen Ruhe auch. Ne? Silke, für Gizmo braucht man ja eine Haltungserlaubnis. Klär uns da nochmal auf. Genau, also man muss eine Haltungserlaubnis beim Veterinäramt beantragen, aber da geben dann die Tierpfleger hier vor Ort direkt Auskunft drüber. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ansonsten zu ihr zu sagen ist noch, dass sie sehr anhänglich, sehr verschmust, sehr lieb zu ihren Leuten ist, also wirklich auch aufmerksam. Sie hat einen super Grundgehorsam, also Sitz, Platz, aus, das ist alles ganz toll, auch Leinenführigkeit. Sie geht mit Maulkorb hier in der Gruppe spazieren.
denke, schön wäre eine ländliche Umgebung, wo nicht allzu viel Umweltreize auf sie einströmen und wo man dann halt wirklich seine Hundefreunde sozusagen auswählen kann. Und ansonsten halt dann ein schönes Haus mit Garten wäre super für sie. Sie hat ja hier eine Stelle zurzeit, da hat sie irgendwie mit dem Hund ein bisschen Kabelei gehabt. Das ist aber, das wächst ja in kürzester Zeit hier wieder zu. Ich glaube, das konnte man ja auch schon sehen. Und die ist ein bisschen gut im Futter. Die zuständige Tierpflegerin hat schon gesagt, da muss auch wieder eine kleine Diät her. Also Gizmo wird auch wieder etwas schlanker. Ich glaube, wir haben auch alles Wichtige gesagt. Gutes Grundgehorsam wurde, glaube ich, auch gesagt. Weitere Infos zu Gizmo, zu diesem Appenzeller-Mix, dieser Appenzeller-Mix-Dame, gibt es direkt bei uns unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Der Calito ist ein Badino-Mix, 7 Jahre alt und man glaubt es kaum, bereits seit 5 Jahren bei uns im Tierheim. Es wird natürlich gleich wieder Zweifler geben, die sagen, oh mein Gott, 5 Jahre im Tierheim, das geht gar nicht. Aber mit dem Hund wurde ja wirklich richtig, richtig viel gearbeitet und der zeigt sich ja jetzt bombastisch gut. Viel gearbeitet, klär uns mal auf, Silke. Ja, also Calito wurde halt auch beschlagnahmt und zwar im Jahr 2007. Und wurde halt auch von den Behörden als gefährlich eingestuft, weil er mehrfach Menschen gebissen hat. Er hatte dann die Auflage eines Wesenstests und er hat halt wirklich ganz lange mit seiner Pflegerin geübt und auch wirklich intensiv trainiert und hat den jetzt aber super bestanden. Und man sieht es hier ja jetzt auch, also er ist schon noch sehr skeptisch Fremden gegenüber und zeigt sich da auch manchmal noch aggressiv gegenüber Fremden. Er ist aber relativ schnell bestechlich. Also bei uns hat das auch ganz schnell ganz, mit den ganz Leckerlis schnell geklappt. Und dann ist er halt auch wirklich ein Küssebär. Man sieht es ja gerade anhand der Bilder. Ein richtiger Küssehund. Auch der Calito braucht ebenfalls eine Haltererlaubnis, ne? Genau, die muss halt auch wieder beim Veterinäramt beantragt werden. Aber auch hierfür geben natürlich die Tierpfleger im Haus dann die entsprechenden, erklären halt die Leute darüber auch. Was keine Kinder, keine anderen Tiere. Wie ist das mit anderen Hunden? Das ist ja sehr. Ja, also mit Rüden verträgt er sich nicht, mit Hündinnen schon. Allerdings müssen die so ungefähr gleich stark wie er sein. Also selbstbewusst, aber nicht zu dominant. Aber dann geht es. Also er läuft hier auch in der Gruppe mit, allerdings dann mit Maulkorb. Und daran ist er gewöhnt. Er liebt es, Auto zu fahren. Er ist wirklich super verschmust bei seinen Leuten, sehr aufmerksam, will gefallen, will alles richtig machen. Und tolles Grundgehorsam ganz hat er tolles ja. Grundgehorsam hat er dadurch natürlich gekriegt. Aber auch hier wäre natürlich wieder schön ländliche Umgebung, nicht zu viele Umweltreize vielleicht. Und dass man dann halt auch wirklich, Garten wäre natürlich super, dass er mal richtig toben kann. Ja. Calito, der mit dem kleinen Ach, aber das so schnell, hat sich so toll, du bist ein Küssehund, der Küssehund. Und es kriegt auch noch ein Leckerli. Weitere Infos zu Calito gibt es bei uns im Tierheim. Und er hat sich jetzt, du kriegst jetzt noch ein Leckerli, hat er sich verdient. Weiter geht's. Zu Schäferhund-Mix Henry gibt es eigentlich nur eine negative Sache und die ist eigentlich noch nicht mal negativ. Er ist bereits 12 Jahre alt, aber wie man in den folgenden Bildern unschwer erkennen kann, topfit. Ansonsten nur positive Dinge. Silke, klär uns über die Masse an positiven Dingen auf, die es zu Henry zu berichten gibt. Genau, man sieht ihm sein Alter wirklich nicht an. Also er ist sehr lauffreudig, geht gerne und lange spazieren, er spielt auch noch. Er ist sowohl mit Rüden als auch mit Hündinnen verträglich. Er kam hier auch mit einer Hündin an, denn die beiden sind im April aus schlechter Haltung zu uns gekommen. Also sie waren sehr abgemagert und mussten erstmal aufgepäppelt werden. Aber jetzt haben sie sich gut erholt und jetzt steht auch der Henry wieder zur Vermittlung bereit. Und er sieht ja klasse aus. Der ist mit Hunden verträglich, mit Hündinnen verträglich. Teenager sind okay. Genau. Bedingt durch sein Alter müsste er so ein ebenerdiges Zuhause haben. Genau, also Treppensteigen möchte er nicht mehr unbedingt. Ne? Die alten Knochen möchten das nicht mehr so. Aber im Grunde genommen kann man sagen, es ist echt ein Anfängerhund. Also er ist lieb, er ist verschmust, er ist anhänglich und wie gesagt, spielt auch, ne? Ist sehr offen zu allen Menschen und
Also und kann auch gerne als Zweithund gehalten werden. Genau, eben. Weil er eben so unkompliziert genau. ist, unser Henry. Und ich werde den Henry jetzt auch nochmal bestechen mit Seniorenfutter. Henry, wollen wir mal gucken, ob das klappt bei dir mit... Oh, was ist denn das hier? Das ist lecker. Aufgrund der Hundevermittlung von April und Mai ist bedauerlicherweise nicht ein einziger Hund vermittelt worden. Ihr solltet euch also unter Umständen nochmal die Hundevermittlung vom Vormonat anschauen. Weitere Infos, ja, jetzt ist er nur ganz lieb, weil das wirklich lecker ist, zu Henry gibt es natürlich bei uns direkt im Tierheim. Weiter geht's mit einem Jagdterrier Jack Russell Dackelmix. Und zwar ist das die Chloe. Die Chloe kommt aus einem anderen Tierheim und ist seit Ende März bei uns. Ist ein Jahr alt und eine bezaubernde, etwas schüchterne Hündin. Und was haben wir noch für spannende Infos zu Chloe? Genau, also sie ist es hier ja auch. Sie ist anfangs immer sehr vorsichtig und ängstlich, schaut aber relativ schnell auf. Ganz schnell bestechlich. Ja, super, ne? Also ja. Damit kann man sie auch wirklich kriegen. Ansonsten muss sie noch ganz viel lernen, also viel Erziehung genießen. Sie hat noch nicht wirklich viel gelernt. Sie beschwichtigt aber auch immer. Verschluckt. das muss man einfach wissen. Also dann legt sie sich halt hin und pieselt sich auch mal ein, auch wenn man sie nur anleihen will. Also da brauchen wir jetzt wirklich souveräne Halter oder auch schon ein bisschen hundeerfahrene Halter, die damit umzugehen wissen. Ja, ansonsten ist sie verträglich mit Rüden und Hündinnen. Sie ist eine lustige Junghündin, ist natürlich verspielt. Leichten Jagdtrieb hat sie. Na klar. Rassebedingt, also, da ist dann der Jagdterrier Jack Russell, die Mischung, da waren ja einige beteiligt, sorgen dafür, dass der Jagdtrieb dann doch vorhanden ist. Genau. Aber ich denke halt, Kinder oder Hundeerfahrene, etwas größere Kinder wären auch kein Problem. Ne? Also so ist es so vom Charakter her eine ganz liebe. Anfangs schüchtern, dann doch sehr, sehr schnell, ganz lieb. Chloe, ein Jahr alt. Ich bin mir auch sicher, die werden wir auch vermitteln. Weitere Infos bei uns unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Die Lena ist die letzte Hündin diesen Monat und unser ganz großes Sorgenkind. Lena, eine Jack Russell Dame, die bereits 16 Jahre alt ist. Und unser Sorgenkind, weil wir natürlich so einen letzten schönen Platz für die Lena suchen. Zu Lena gibt es da noch viele Informationen. Klär uns mal kurz auf. Ja, also von Lena, der Halter, ist halt verstorben, deswegen landet sie bei uns. Wir mussten ihr hier noch 9 Zähne ziehen. Wir haben eine Blutuntersuchung gemacht und sie hat jetzt halt altersbedingt halt auch schon eine leichte Herzschwäche und auch eine Leberschwäche, bekommt dafür aber Tabletten. Und ansonsten läuft sie noch ganz gerne. Man sieht das hier ja auch. Sie läuft so ein bisschen wie aufgezogen am Schnürchen. Und, aber sie braucht jetzt ganz dringend eigentlich einen Platz. Sie fühlt sich hier nicht wohl. Sie sitzt hier mit einem netten Rüden zusammen. Das verträgt sie sich also auch mit. Aber der ganze Tierheimbetrieb ist hier zu stressig. Naja, ist ja auch eine alte genau, Dame. Genau. Und da suchen wir wirklich was, wo man sagt, Mensch, ich habe ein großes Herz genau. und nehme die Lena zu mir auf. Mhm. Verträgt sie sich mit anderen Hunden grundsätzlich? Ja. Also auch mit Hündin. Wir haben noch eine 15-jährige Hündin in Pflege gehabt. Selbst mit der lief sie rum. Also in dem Alter will man ja auch keinen Stress mehr haben. Kleine Spaziergänge macht sie gerne, ne? Genau. Und jetzt braucht sie halt wirklich so ein ruhiges Plätzchen. Bei lieben Menschen. Ne? Unsere letzte Hündin, unser Sorgenkind. Ich hoffe, die Lena konnte euer Herz unter Umständen erweichen. Infos zu Lena bekommt ihr bei uns im Tierheim. Das war die letzte Hündin. Für die Zuschauer, die uns auf H1 sehen, am 15.06. haben wir ein neues Sendeformat. Vegan kochen mit Tierheim TV. Das gibt es jeden dritten Freitag im Monat um 20 Uhr bis 20.30 Uhr. Wer sich also für veganes Kochen interessiert, sicherlich interessant. Und dann gibt es natürlich am 22.06. die nächste Hunde- und Katzenvermittlung, 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr. Und zwei ganz interessante weitere Filme, Traumjob Tier... Da fangen wir an mit Tierfotograf und Zootierpfleger. Wer sich also für diesen Job interessiert, wird sicherlich auf seine Kosten kommen. Das war... Achso, Infos zu vegan kochen fällt mir gerade noch ein. Hab ich vergessen. Findet ihr übrigens auch natürlich bei Facebook. Adresse gerade unten eingeblendet. Das war die letzte
Nicht die letzte, das war die, Hundevermittlung für Mai und Juni. Wir sehen uns im nächsten Monat wieder. Bis dann. Tschüss. Und vielen Dank noch an die ganzen Bauarbeiter, die das hier möglich gemacht haben, dass unser Garten jetzt fertig ist. Das haben wir auch noch vergessen. Das haben wir aber auch wirklich alles. Okay. Bis dann. Tschüss.